So, ich glaube, wir sind live und somit herzlich willkommen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, zum Webinar Beschwerdemechanismen nach dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und dem Hinweisgeberschutzgesetz. Mein Name ist Anna Wiest, ich bin Senior Account Executive von der EQS Group und mit dabei habe ich heute die Frau Dr. Lüneburg von SZA. Frau Dr. Lüneburg, möchten Sie sich auch einmal ganz kurz vorstellen? Ja, vielen Dank. Auch von meiner Seite sehr herzlich willkommen zum Webinar. Mein Name ist Cecilie Hüneborg. Ich bin Rechtsanwältin und Partnerin der Sozietät SZA Schilling, Zuth & Anschütz in Frankfurt am Main. Herzlichen Dank dafür. Grundsätzlich in der nächsten Stunde dreht sich alles um die Anforderungen dieser beiden Gesetze, also das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und das Hinweisgeberschutzgesetz. Frau Dr. Lüneburg gibt einen Überblick, wie ein Beschwerdemechanismus bestmöglich implementiert oder aufgesetzt werden kann. Und ich werde im Anschluss noch mal so ein paar Worte zur EQS Group loswerden, Ihnen eine Präsentation vorstellen mit so ein paar wichtigen Fakten und anschließend Ihnen dann noch mal eine Live-Demo präsentieren, in der wir dann noch mal eine Meldungsabgabe vornehmen. Bevor ich jetzt gleich noch mal an Frau Dr. Lüneburg übergebe, möchte ich gerne noch mal ein paar Worte kurz zu der Plattform, auf der wir uns gerade befinden, loswerden. Das ist die ON24-Plattform. Sie sehen unten am Bildschirmrand ein paar verschiedene Icons. Mit diesen Icons können Sie die Bildflächen ein- und ausblenden. Das Fragezeichen, das ist für den technischen Support. Das sehen Sie hier auch auf der Folie. Also, wenn Sie irgendwelche technischen Probleme haben, wenden Sie sich gerne an unseren Support. Bei allgemeinen Fragen an Frau Dr. Lüneburg oder mich, klicken Sie einfach auf die Sprechblase mit dem Fragezeichen. Ansonsten können Sie die einzelnen Bildflächen auch per Drag and Drop hin und her schieben, verkleinern, vergrößern oder gar ganz ausblenden. Es gibt dann noch ein paar andere Felder, wo man auch noch mal sehen kann, welche Upcoming Events anstehen bei der EQS Group. Und ich glaube, das sind so die wichtigsten Punkte, die ich Ihnen auf jeden Fall vorab mitgeben wollte. Und somit wäre es das erstmal von meiner Seite. Und ich würde an Frau Dr. Lüneburg übergeben. Danke. Ja, vielen Dank, Frau Wiest. Wie Sie gerade schon zu Recht gesagt haben, würde ich gerne in einem ersten Schritt mal kurz die rechtlichen Grundlagen von Beschwerdemechanismen nach diesen beiden neuen Gesetzen zusammenfassen. Was ist jetzt der rechtliche Hintergrund? Warum machen wir dieses Webinar? Zahlreiche haben schon über ein Hinweisgebersystem verfügen. EQS gibt ja jährlich so ein Whistleblowing Report heraus. Danach aus dem Bericht aus dem Jahr 2021 ergibt sich, dass 63% der befragten Unternehmen schon über ein Hinweisgebersystem verfügen. Wir haben auch, wenn Sie sich zertifizieren lassen, Ihr Compliance-Management-System, haben wir auch einige Praxisstandards, die ein solches Hinweisgebersystem erfordern. Klar ist aber auch, dass jedenfalls in nicht regulierten Industrien bislang keine gesetzliche Verpflichtung zur Einrichtung von Hinweisgebersystemen besteht. Und demnach gibt es auch bislang keine gesetzlichen Mindestanforderungen. Was wir haben, sind Praxisleitfäden, die Hinweise geben zur effektiven Ausgestaltung von Hinweisgebersystemen. Aber das ist natürlich was anderes als eine gesetzliche Grundlage. Die bekommen wir jetzt zeitnah. Deswegen haben wir heute auch dieses Webinar anberaumt. Zum einen in Gestalt des Lieferkettengesetzes und zum anderen in Gestalt des Hinweisgeberschutzgesetzes. Warum ist es für Unternehmen so wichtig, dass sie ihre internen Meldekanäle nicht nur gesetzeskonform, sondern auch attraktiv ausgestalten? Deswegen, weil die EU-Mitgliedstaaten die Verpflichtung haben, auch externe Meldekanäle bei Behörden einzurichten, wo sich der Hinweisgeber nach seiner freien Wahl entweder an den internen Meldekanal bei den Unternehmen oder aber unmittelbar an diesen externen Meldekanal wenden kann. Und zum Zweiten besteht aber da unter restriktiveren Voraussetzungen auch dann Hinweisgeberschutz, wenn der Hinweisgeber den Hinweis offenlegt, also sich beispielsweise an die Presse wendet. Und deswegen sollten Unternehmen ein hohes Interesse daran haben, diesen Hinweis als erstes an sich zu ziehen und deswegen den internen Meldekanal so attraktiv wie möglich zu gestalten. Jetzt stellt sich natürlich die erste Frage, welche Unternehmen fallen unter die beiden Gesetze? Und welche Unternehmen fallen sogar unter die Verpflichtungen nach allen beiden Gesetzen?
Ich habe schon gesagt, Hinweisgeberschutzgesetzentwurf ist das erste Gesetz, das wir uns in Bezug darauf anschauen wollen. Da haben wir seit dem 13. April, also noch gar nicht so lange, einen Referentenentwurf. Wann der Regierungsentwurf erscheint, ist noch nicht ganz klar. Konsultationsfrist ist am 11. Mai abgelaufen. Ich habe mir die Konsultationen ausdrucken lassen. Es war ein ganzer Ordner voll. Von daher wird ja auch das Bundesjustizministerium viel zu lesen haben. Und deswegen gibt es möglicherweise auch noch Änderungen an dem Referentenentwurf. Er dient, das ist ganz klar, der Umsetzung der EU-Whistleblower-Richtlinie. Und da ist Deutschland wie einige andere Mitgliedstaaten auch ziemlich zeitlich im Hintertreffen, weil die Umsetzungsfrist an sich schon am 17. Dezember 2021 abgelaufen ist. Wer muss jetzt einen solchen internen Meldekanal nach dem Hinweisgeberschutzgesetz einrichten? Das sind sogenannte Beschäftigungsgeber, die mindestens jeweils 50 Arbeitnehmer beschäftigen. Und Beschäftigungsgeber, da geht der deutsche Gesetzgeber über die Mindestanforderungen der EU-Hinweisgeberrichtlinie hinaus, sind natürliche Personen, juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts, rechtsfähige Personengesellschaften und sonstige Personenvereinigungen. Einzige Voraussetzung ist, dass sie in der Regel mindestens eine Person beschäftigen. Für Beschäftigungsgeber ab 250 Arbeitnehmern gilt das Gesetz ab Inkrafttreten, weil Deutschland sich in der Umsetzung noch weit hinten befindet. Seit dem 17. Dezember 2021 rechnen wir damit, dass das Gesetz noch 2022 in Kraft tritt. Für Beschäftigungsgeber zwischen 50 und 249 Arbeitnehmern hat man noch Zeit bis zum 17. Dezember 2023. Und dann nehmen, wie so häufig, die regulierten Industrien eine Sonderstellung ein. Da gilt das Gesetz unabhängig von der Beschäftigtenanzahl auch schon ab in Kraft treten. Da sehen Sie also, wenn auch jetzt nur im Entwurfsstadium, haben wir ein gesamtes Gesetz, das sich der Materie widmet. Bei den Paragraphen 8 und 9 Absatz 1 Lieferkettengesetz, die auch die Einrichtung eines Beschwerdemechanismus erfordern, ist es kein Gesetz, sondern sind es 1,5 Paragraphen. Ich will ganz kurz einmal auf die nächste Folie springen. Die meisten von Ihnen werden es schon wissen, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz bezieht sich auf den Schutz bestimmter dort enumerativ aufgeführter menschenrechtlicher und umweltbezogener Verbote, beispielsweise die Kinderarbeit, die Zwangsarbeit, Ungleichbehandlung in Beschäftigung und so weiter, und setzt da in einem abgestuften Pflichtenkorsett umfangreiche Sorgfaltspflichten voraus. Die höchsten Pflichten gelten im eigenen Geschäftsbereich, etwas abgesenkte Pflichten gelten hinsichtlich unmittelbarer Zulieferer. Und hinsichtlich von mittelbaren Zulieferern gilt keine regelmäßige Pflichtenlage, sondern nur anlassbezogen bei sogenannter substanziierter Kenntnis von einem bestimmten menschenrechtlichen oder umweltbezogenen Risiko oder einer eben solchen Verletzung. Und entlang der Lieferkette und im eigenen Geschäftsbereich sind dann diverse Pflichten zu erfüllen, um das zu unterstützen. Präventionspflichten, Abhilfemaßnahmen, Dokumentations- und Berichtspflichten. Und eben hier unten links als eine dieser Pflichten unser Beschwerdemechanismus. Welche Unternehmen sind davon jetzt erfasst? Da ist es tatsächlich so, dass der Schwellenwert etwas höher angesiedelt ist. Ab dem 1. Januar 2023 gilt das Gesetz für Unternehmen mit Sitz im Inland, also in Deutschland, die in der Regel 3.000 Arbeitnehmer oder mehr beschäftigen. Oder aber für Unternehmen, die eine Zweigniederlassung in Deutschland haben und mindestens 3.000 Arbeitnehmer in Deutschland beschäftigen. Bei verbundenen Unternehmen, die müssen diese beschäftigten Zahlen nicht per se erbringen, sondern an die ultimative Konzernobergesellschaft jedenfalls, werden die Arbeitnehmer der Gruppengesellschaften zugerechnet. Ab dem 1. Januar 2024 wird diese Schwelle abgesenkt auf 1.000 Arbeitnehmer. Und das bedeutet auch, dass der Überschneidungsbereich beider Gesetze, also diejenigen Unternehmen, die Hinweisgebersysteme nach beiden Gesetzen einrichten müssen, Unternehmen sind, die in der Regel mehr als 1.000 Arbeitnehmer beschäftigen. Dann war hat der europäische Gesetzgeber auch nicht geschlafen, sondern hat parallel zum Lieferkettengesetz jetzt schon den zweiten Entwurf einer EU-Nachhaltigkeitsrichtlinie veröffentlicht, zuletzt im Februar 2022. Und auch dieser verpflichtet Unternehmen zur Einrichtung von Beschwerdeverfahren. Da allerdings sind die Schwellenwerte noch mal weiter abgesenkt. Das gilt im Wesentlichen bereits ab 500 Arbeitnehmern. Zusätzlich ist aber eine bestimmte Umsatzschwelle erforderlich. Soweit also der Anwendungsbereich. Dann stellt man sich ja zunächst mal die Frage, was muss ich eigentlich tun, wenn ich einen solchen Meldekanal einrichten muss? Die dritte Frage zuerst, mit der befasst sich ja auch das heutige Webinar.
kann ich einen integrierten Meldekanal einrichten, wenn ich unter beide Gesetze falle? Die Antwort lautet ganz eindeutig ja, ansonsten hätten wir den Titel des Webinars nicht so formuliert. Es gibt jedenfalls in beiden Gesetzen kein ausdrückliches Verbot, dass man die Anforderungen nicht kombinieren kann. Und der Gesetzgeber des Hinweisgeberschutzgesetzes ist jedenfalls gar nicht auf das Lieferkettengesetz eingegangen, was so ein Stück weit verwundert, weil er hinsichtlich mancher anderer Gesetze, die sektorenspezifische Voraussetzungen und Anforderungen niederlegen für Beschwerdemechanismen, die hat er ausdrücklich erwähnt. Aus Unternehmenssicht kann das zahlreiche Vorteile haben, wenn man einen integrierten Meldekanal hat. Also insbesondere dürfte es auch die Hemmschwelle senken vor Abgabe einer Meldung, weil sich dann der Hinweisgeber jetzt nicht mit zwei Kanälen konfrontiert sieht und er dann erstmal sich selber überlegen muss, unter welchen seine Meldung gegebenenfalls fällt. Und auf der Hand liegt auch, dass es weniger aufwendig und weniger teuer ist, wenn man nur einen Meldekanal betreibt. Gleichzeitig, das will ich Ihnen gleich noch ein bisschen näher zeigen, enthalten die beiden Gesetze ziemlich viele parallel laufende, jedenfalls formale Vorgaben, die man recht gut abstimmen kann, wenn man einen integrierten Meldekanal einrichtet. Gleichzeitig ist es natürlich aber auch nicht verboten, zwei Meldekanäle draus zu machen. Beispielsweise, wenn Sie schon eine Sustainability-Abteilung haben, die sich mit den Themen gut auskennt und sagt, bei uns ist der Meldekanal nach dem Hinweisgeber, nach dem Lieferkettengesetz gut angesiedelt, während die Compliance-Abteilung den allgemeinen Hinweisgeberkanal übernehmen möchte, dann ist das natürlich genauso zulässig. Dann jetzt die Frage, kann man einen Meldekanal auch in Unternehmensgruppen einrichten oder muss man bei jeder Gruppengesellschaft, die an sich selbstständig verpflichtet wäre, einen Meldekanal haben und kann man die Meldekanäle auslagern? Das Lieferkettengesetz sagt nichts dazu, ob ein gruppenweiter Meldekanal möglich ist. Ich will später noch darauf eingehen, dass das Gesetz aber eine sogenannte barrierefreie Ausgestaltung des Meldekanals erfordert. Und daraus könnte man ableiten, dass dem Gesetzgeber eine gewisse regionale Erreichbarkeit ziemlich wichtig gewesen ist. Gleichzeitig regelt das Gesetz ausdrücklich, dass man sich als Unternehmen an Branchenlösungen beteiligen kann. Und das deutet ja darauf hin, dass eine Konzentration des Beschwerdemechanismus bei einer Stelle möglich sein soll, eben dann auch bei der Konzernmutter. Und das Ganze wird jetzt bestätigt, diese Sicht, durch die FAQs, die das Bundesministerium für Arbeit und Soziales als zuständige Behörde seit Dezember 2021 rausgibt, sodass da ziemliche Rechtssicherheit herrschen könnte, dass ein gruppenweiter Meldekanal ausreicht. Umstrittener war die ganze Frage im Hinblick auf das Hinweisgeberschutzgesetz. Da hatten diverse Unternehmen zur Hinweisgeberrichtlinie bei der Europäischen Kommission angefragt. Das war möglicherweise ein Fehler, weil die hat Ende letzten Jahres sehr deutlich zurückgeschrieben, dass jedenfalls Gesellschaften mit mehr als 250 Arbeitnehmern sich keine Ressourcen teilen können, sodass ein zentraler Meldekanal bei der Muttergesellschaft nur zusätzlich zu jeweils regionalen Meldekanälen bei den Töchtern zulässig sein sollte. Der deutsche Gesetzgeber hat sich jetzt zur Erleichterung vieler Unternehmen dagegen ausgesprochen, hat das Ganze anders geregelt. Er hat geregelt, dass die Meldestelle auch bei einem Dritten verortet werden kann und hat in der Gesetzesbegründung gesagt, Dritter sei auch eine Konzerngesellschaft, damit auch die Konzernmutter. Unternehmen mit ausländischen Gruppengesellschaften müssen in jedem Fall aber zum einen prüfen, ob die ausländischen Gesetzgeber die EU-Hinweisrichtlinie, wenn sie da drunter fallen, genauso umgesetzt haben. Und zum anderen, wenn es sich um Nicht-EU-Länder handelt, ob es da gegebenenfalls andere gesetzliche Anforderungen gibt. Da hat auch EQS einen Bericht rausgegeben, jüngst zum Stand der Implementierung in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten, jedenfalls, den ich ziemlich hilfreich finde. Damit ist an sich auch die zweite Frage schon beantwortet. Kann ich den Meldekanal auslagern? Nach dem Lieferkettengesetz ja, ganz klar, jedenfalls auf entsprechende Branchen- oder Multi-Stakeholder-Initiativen. Nach dem Hinweisgeberschutzgesetz insbesondere auch auf externe Ombudspersonen. Da betreuen wir beispielsweise als Kanzlei für diverse Unternehmen deren Hinweisgebersysteme. Und auch hinsichtlich des Mediums hat das Unternehmen ein sehr weites Ermessen. Das Lieferkettengesetz regelt gar nichts dazu. Und das Hinweisgeberschutzgesetz sieht nur vor, dass die Meldungen in mündlicher oder in Textform erstattet werden können, sodass grundsätzlich da ein sehr weites Ermessen besteht, welchen Meldekanal man wählt. Wenn Sie sich dann mal entschieden haben, ob Sie den Meldekanal in-house oder extern hosten möchten, stellt sich natürlich gleich die Frage, wer eigentlich was geschützt melden können muss. Das ist die Frage zum einen nach den tauglichen Hinweisgebern und zum zweiten
die eng damit verknüpfte Frage nach den tauglichen Meldeinhalten. Taugliche Hinweisgeber ist auch wieder hinsichtlich des Lieferkettengesetzes leicht beantwortet. Das sind im Ergebnis, ist es jedermann, weil das Lieferkettengesetz vorsieht, dass die Meldung von Menschenrechts- und umweltbezogenen Risiken und Verletzungen möglich sein muss. Und zwar nicht nur hinsichtlich des eigenen Geschäftsbereichs, sondern auch hinsichtlich der unmittelbaren und der mittelbaren Zulieferer. Und das ist das Neue im Vergleich zu den Hinweisgebersystemen, die die meisten Unternehmen jetzt bislang eingerichtet haben. Die beziehen sich fast nur auf die eigenen Beschäftigten und erfassen eben nicht Hinweise die Lieferkette entlang. Genau so, wie es derzeit ausgestaltet ist bei den meisten Unternehmen, verhält sich auch das Hinweisgeberschutzgesetz. Das sieht vor, dass natürliche Personen, die im Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit die Informationen erlangen, geschützt werden müssen. Hauptadressat dieser Systeme ist deswegen ganz klar, sind die Arbeitnehmer, die im Unternehmen beschäftigt sind und insbesondere auch Leiharbeitnehmer. Der Gesetzgeber hat fakultativ vorgesehen, dass eine Ausweitung auf andere natürliche Personen möglich ist, wie beispielsweise Zulieferer. Was den Schutzumfang anbelangt, sind beide Gesetze relativ gleichlaufend. Das Hinweisgeberschutzgesetz setzt voraus, dass Repressalien nicht erfolgen dürfen und hat auch dort eine Beweislastumkehr, sodass, wenn der Hinweisgeber nach einem Hinweis beispielsweise gekündigt wird oder gemobbt wird, eine widerlegbare Vermutung besteht, dass diese Benachteiligung auf seinem Hinweis beruht hat. Das Lieferkettengesetz wiederum sieht Schutz vor Benachteiligung und Bestrafung voraus. Da ist Bestrafung aber nicht im technischen Sinne zu sehen. Also die Unternehmen müssen jetzt nicht den Hinweisgeber davor schützen, dass ihn die staatlichen Strafverfolgungsbehörden in Haft nehmen, sondern sie müssen ihn eben auch vor Benachteiligung schützen, je nach dem Hinweisgeberschutzgesetz. Nach beiden Gesetzen nicht geschützt sind missbräuchliche Meldungen. Das bedeutet, Voraussetzung für Hinweisgeberschutz ist nach beiden Gesetzen der gute Glaube an die Richtigkeit der Information. Und jedenfalls das Hinweisgeberschutzgesetz erweitert diesen Hinweisgeberschutz über den Anwendungsbereich auf den Hinweisgeber hinaus, auf dessen Verwandte, auf Mittler, die ihn unterstützen und so weiter. Das wird man vermutlich auf das Lieferkettengesetz so übertragen können. Was muss ich jetzt melden können? Nach dem Lieferkettengesetz habe ich schon gesagt, Hinweise zu diesen menschenrechtlichen und umweltbezogenen Risiken. Nach dem Hinweisgeberschutzgesetz ist es ein Stück weit komplizierter. Da sieht der Gesetzgeber vor, dass zum einen geschützt sind Meldungen zu strafbewehrten Verstößen, zum zweiten Meldungen zu bußgeldbewehrten Verstößen, aber nur dann, wenn die verletzte Vorschrift dem Schutz von Leib, Leben, Gesundheit oder Rechte von Beschäftigten oder deren Vertretungsorganen dienen. Und dann gibt es noch einen sehr langen Katalog von aufgelisteten Rechtsgebieten, hinsichtlich derer Meldungen auch geschützt sind. Ich habe mal die beiden eingängigsten auf die Folie aufgenommen, nämlich Geldwäsche und Produktsicherheit. Wenn Sie in diesen Katalog aber mal näher reingehen, dann schlackern Sie am Ende mit den Ohren, weil da schon dem rechtlich vorgebildeten Nutzer nicht ganz klar ist, was da im Einzelnen geschützt sein soll. Deswegen ist nach dem Hinweisgeberschutzgesetz an sich nur klar, dass sicher geschützt ist, Meldungen im Zusammenhang mit sogenannter ABC-Compliance, Korruption, Geldwäsche, Kartell und so weiter. Für alles andere brauchen Sie eigentlich fast einen rechtlichen Berater, der sich damit auskennt. Vor diesem Hintergrund würden wir jetzt Unternehmen, insbesondere wenn die beide Gesetze gesamthaft implementieren möchten, dazu raten, dass sie sowohl den Kreis der geschützten Hinweisgeber als auch den Kreis der tauglichen Meldeinhalte möglichst weit ziehen, um diesen Katalog, um diesen Beschwerdemechanismus eben möglichst attraktiv auszugestalten für die Hinweisgeber. Was sind jetzt die wesentlichen Verfahrensanforderungen und Aufgaben von so einer Meldestelle? Sie werden sehen, dass die im Wesentlichen parallel laufen nach beiden Gesetzen, obwohl es teilweise anders formuliert ist. Beispielsweise muss dem Hinweisgeber der Eingang der Meldung bestätigt werden. Man muss in jedem Fall Vorkehrungen dafür treffen, dass die Identität des Hinweisgebers geschützt ist. Es ist jeweils Voraussetzung, dass die hinweisbearbeitenden Personen hinreichend unabhängig und frei von Interessenkonflikten sind. Das Unternehmen muss auch mit dem Hinweisgeber den Kontakt halten und muss im Falle des Lieferkettengesetzes ein Verfahren zur einvernehmlichen Beilegung des Problems anbieten. Wo sich jetzt beide Gesetze klar unterscheiden, ist insbesondere ein Punkt. Nach dem Lieferkettengesetz muss man eine sogenannte Verfahrensordnung in Textform öffentlich zugänglich machen, also insbesondere auf der Homepage veröffentlichen. Und da muss der gesamte Verfahrensgang
ab Eingang des Hinweises bis zum Abschluss des Verfahrens dargestellt sein. Das Hinweisgeberschutzgesetz fordert dagegen nur, dass man Beschäftigten und wenn der Beschwerdemechanismus für andere Personen eröffnet ist, auch diesen darstellt, dass sie sich alternativ an eine externe Meldestelle wenden können. Also da ist erstmal noch keine Voraussetzung, dass man Informationen zum internen Beschwerdeweg verschriftlicht. Was ist jetzt der zweite große Unterschied? Ich habe es vorhin schon angesprochen. Nach der Gesetzesbegründung des Lieferkettengesetzes muss das Beschwerdeverfahren barrierefrei sein. Das bedeutet, dass Personen, die mit besonderen Zugangshindernissen konfrontiert sein können, ausreichend unterstützt sein müssen. Die Gesetzesbegründung sagt, dass solche Zugangshindernisse beispielsweise mangelnde Kenntnis des Mechanismus sein können. Das kann man auch durch eine entsprechende Kommunikation heilen. Aber auch möglicherweise mangelnde Sprachkenntnisse, mangelndes Lese- und Schreibvermögen, die Kosten der Meldung, der Standort des Hinweisgebersystems und Furcht vor Repressalien. Da müssen Unternehmen sich einfach die Karten legen, beispielsweise wenn sie auch mit Zulieferern arbeiten, die in Regionen tätig sind, wo in hohem Maße Analphabetismus herrschen könnte oder wo gegebenenfalls die englische Sprache nicht bekannt ist, dass man dort das entsprechend abstimmt und eine barrierefreie Zugangsmöglichkeit gewährleistet. Da könnte insbesondere dann auch so ein Tool, bei dem man, die Frau Wies wird es nachher, glaube ich, gleich vorstellen, auch Sprachnachrichten aufnehmen kann, könnte eine Lösung sein. Nach dem Lieferkettengesetz muss die Wirksamkeit des Beschwerdeverfahrens mindestens einmal jährlich und anlassbezogen überprüft werden. Und die Unternehmen sind auch zur Veröffentlichung eines Berichts über die gesamthafte Erfüllung ihrer Sorgfaltspflichten verpflichtet. Ein Segment dieses Berichts bezieht sich auf das Beschwerdeverfahren. Jetzt hat der Gesetzgeber vorgesehen, dass die zuständige Behörde des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle sogenannte Handreichungen veröffentlicht zum Lieferkettengesetz. Die liegen leider noch nicht vor, aber wenn sie denn dann vorliegen, haben wir die Hoffnung, dass das Ganze noch mal etwas klarer wird, auch im Hinblick auf den Beschwerdemechanismus. Was werden Sie sich jetzt überlegen, wenn Sie so einen Mechanismus implementieren? Zum einen die Frage nach der Zulassung anonymer Meldungen. Da gibt es jetzt weder in beiden Gesetzen eine gesetzliche Verpflichtung, anonyme Meldungen zuzulassen, noch gibt es ein gesetzliches Verbot. Die Vorteile, die dürften auf der Hand liegen. Also es dürfte sich die Hemmschwelle absenken vor Erteilung einer Meldung. Als Nachteil wird immer genannt, dass die Anzahl missbräuchlicher Meldungen ebenfalls zunehmen könnte. Dieser Whistleblowing Report von EQS, der widerlegt es aber eher aus praktischer Sicht. Wir kommen eher zu dem Ergebnis, dass nur ein ganz kleiner Teilbereich missbräuchliche Meldungen betrifft. Ein weiterer Nachteil könnte eben darin liegen, dass wenn kein webbasiertes Tool zur Anwendung kommt, dass sie dann keine Möglichkeit haben zur Kontaktaufnahme mit einem anonymen Hinweisgeber. Es sei denn, der hat jetzt die E-Mail-Adresse mickeymaus@gmx.de dafür eingerichtet. In jedem Fall müssten sie sicherstellen, dass die Identität des Hinweisgebers geschützt ist und dass auch die Meldungen vertraulich behandelt werden. Zweites Thema, Erreichbarkeit und Sprachabdeckung, hängt eng zusammen mit dem Medium, das Sie wählen. Und insoweit raten wir dazu, dass man die Unternehmenskommunikation zum Hinweisgebersystem jedenfalls in deutscher und englischer Sprache verfasst. Bei Meldungen kann man sich überlegen, ob man sogar Meldungen in allen Sprachen zulässt und die dann einer qualifizierten, vertraulichen Übersetzung zuführt. Dann muss gegebenenfalls durch eine interne Richtlinie sichergestellt sein, dass die eingehenden Hinweise zum einen gesetzeskonform behandelt werden, aber zum anderen, dass man denen auch nachgeht, dass geregelt ist, wer zuständig ist, dass geregelt ist, was mit Hinweisen passiert, die nicht in den Anwendungsbereich fallen und dass eben diese Systemevaluierung und die Berichterstattung nach dem Lieferkettengesetz, dass die rechtzeitig erfüllt wird. Letzter Punkt, Kommunikation zum Hinweisgebersystem, die ist nur ganz am Rande in den Gesetzen geregelt, insbesondere im Hinblick auf diese Übersichten, die Sie kommunizieren müssen zum Lieferkettengesetz. Das kann man aber nutzen, auch im Rahmen des allgemeinen Compliance Managements, dass man Hinweisgebersysteme als was Positives brandet und den Beschäftigten jedenfalls klar macht, dass man ein hohes Interesse dran hat, früh zu erfahren, wenn es Non-Compliance im Unternehmen gibt. Und da habe ich ganz zuletzt noch so ein paar Stichworte aufgenommen von Umsetzungsmaßnahmen oder Stakeholdern, die Sie auch berücksichtigen und einbeziehen sollten. Das deswegen, weil die in beiden Gesetzen so ein Stück weit zu kurz kommen.
Also klar ist, dass man Beschlüsse der Geschäftsleitung braucht, wenn man so ein System implementiert, dass man auch die tauglichen Abteilungen dazu ziehen muss, IT-Abteilung und so weiter, klar. Schon nicht ganz so klar ergibt sich aus den Gesetzen, dass und wann man den Betriebsrat einbinden muss, wenn man über einen solchen verfügt. Also insbesondere, wenn sie eine Meldepflicht statuieren, was man ja auch überlegen kann, oder wenn ein webbasiertes Tool verwendet wird, dann muss der Betriebsrat eingebunden werden. Und Gleiches gilt hinsichtlich der Einbindung des Datenschutzbeauftragten. Also sie müssen insbesondere untersuchen, ob sie eine Datenschutzfolgeabschätzung brauchen, ob sie ein Löschkonzept brauchen. Das Hinweisgeberschutzgesetz sieht jetzt eine Löschfrist von 2 Jahren vor. Da muss man noch sehen, ob die so bleibt, beziehungsweise wie man die dann im Unternehmen weiter implementiert. Und da muss eben sichergestellt sein, dass die erforderliche Dokumentation, die habe ich schon angesprochen, Verfahrensordnung etc., dass die verfasst wird. Und man könnte noch überlegen, ob man Hinweise auf den Beschwerdemechanismus in die allgemeine Compliance-Dokumentation implementiert, also beispielsweise in den Code of Conduct oder aber in den Business Partner Code of Conduct. Das war jetzt aus meiner Perspektive ein kurzer Durchlauf durch die wesentlichen rechtlichen Anforderungen von beiden Gesetzen. Ich glaube, wir wollten Ihnen noch eine Frage stellen. Das ist nämlich die, ob es aus Ihrer Sicht, weil das so ein umstrittener Punkt ist im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens, ob es die Möglichkeit anonymer Meldungen geben sollte. Da wären wir dankbar, wenn Sie einfach kurz auf Ja oder Nein klicken könnten, dann wird es gleich ausgewählt. Jetzt bin ich nicht sicher, ob ich technisch noch was tun muss. Hört man mich? Perfekt. Ich sehe hier gerade, es stimmen schon einige ab. Ich würde sagen, wir warten noch mal ein paar Sekunden und dann können wir auch weiterklicken. Das kann ich auch gerne übernehmen, Frau Dr. Lüneburg. Super, danke. Ich würde sagen, wir klicken einfach mal auf das Ergebnis. Ja, das ist doch ein eindeutiges Ergebnis, oder? Genau, das ist sehr klar und entspricht auch dem, was man jetzt so aus Schriftung und Praxis so überall raushört, dass ja auch viele den Gesetzgeber auffordern, eine Verpflichtung zu statuieren, so eine anonyme Meldemöglichkeit zu eröffnen. Aber nochmal sehr interessant, das so zu sehen von Ihrer Seite. Perfekt. Dann darf ich übernehmen, Frau Dr. Lüneburg. Dann darf ich gerne an Sie übergeben, ja. Herzlichen Dank für die Einführung. Ich würde dann an dieser Stelle übernehmen und dann kommen wir auch schon zur Präsentation von meiner Seite aus. Ich skippe gleich mal das Slide und ich würde Ihnen gerne noch mal kurz so ein paar Fakten mit auf den Weg geben, bevor wir uns, wie gesagt, die Demo einmal anschauen wollen. Grundsätzlich die EQS Integrity Line, die wir gleich in der Demo sehen, ist das meistgenutzte Hinweisgebersystem in Europa und mittlerweile haben wir über 2000 Kunden, die dieses System nutzen und uns vertrauen und das auch über jegliche Branchen hinweg. Wir sind seit 2009 schon am Markt für Hinweisgebersysteme vertreten und sicher Datenspeichern tun wir mittlerweile schon seit 21 Jahren, gerade auch im Zuge unserer Investor Relations Geschäfte. Das Schöne an der Lösung ist, dass man das auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden kann. Das heißt, wir können es ganz schlank gestalten, aber auch mit Ihnen skalieren und wir können auch, wenn Sie im Laufe der Zeit wachsen, mit Ihnen mitwachsen und entsprechende Upgrades vornehmen oder auch bestimmte Features, die Sie als äußerst wichtig erachten, hinzubuchen. Grundsätzlich, was die Barrierefreiheit angeht, Frau Dr. Lüneburg sprach es ja auch schon an, wir stellen das System in über 80 Sprachen mittlerweile zur Verfügung. Da liegt es bei Ihnen als Unternehmen, wie viele Sprachen Sie letzten Endes anbieten wollen und dann entsprechend auch die Barriere aufbrechen können. Das Hosting, ich möchte auch noch mal kurz ein paar Worte zu erwähnen, weil das extrem wichtig für uns ist. Wir haben einen Hosting in Deutschland bei der Noris Network in einem lokalen Rechenzentrum in München oder auch die Option eines Cloud-Hostings in der Azure Cloud in Frankfurt. Und diese ganzen
diese ganzen Rechenzentren sind ISO-zertifiziert, ISO 27001 zertifiziert. Das heißt, Datensicherheit ist bei uns ganz wichtig. Und natürlich werden auch regelmäßige Penetrationstests durchgeführt und das Ganze ist DSGVO-konform. Wir haben hier auch noch, was den Datenschutz angeht, die ISAE 3000-Zertifizierung. Wenn da noch weitere Fragen auch von Ihrer Seite aus bestehen, kommen Sie gerne nochmal auf mich zu. Rechts daneben die Kringel, ich spreche das nur nochmal ganz kurz an, das ist von der Plattform G2, so ein Tech-Marketplace, eine unabhängige Kundenbewertung von unseren Kunden und da sind wir führend im Bereich Benutzerfreundlichkeit, Qualität und Support und auch der Einrichtung des Whistleblowing-Systems. Ich habe jetzt hier nochmal so diese ursprünglichen Meldekanäle, die Sie wahrscheinlich auch kennen, aufgeführt und was für Herausforderungen die mit sich bringen können. Das sind natürlich nicht alle Herausforderungen, aber so ein paar, um das einmal gegenüberzustellen mit dem digitalen Meldesystem dann letzten Endes. Was wir kennen aus der Vergangenheit, sind solche Kummerkasten, so Briefkästen, wo man Meldungen einwerfen kann. Da ist es beispielsweise so, dass da halt keine Dialogfunktion hintersteht. Das heißt, Sie können ja keine Rückfragen stellen und es kann zu zeitlichen Verzögerungen kommen und auch die Dokumentation kann sich als äußerst schwierig herausstellen. Dann die Telefonhotline wird auch oft genutzt, hat auch so seine Tücken. Das eine ist zum Beispiel die Sprachbarrieren. Wahrscheinlich haben Sie nicht so viele Callcenter-Agenten, die entsprechend die einzelnen Sprachen sprechen. Und das Ganze ist auch nicht gerade kostengünstig. Zu guter Letzt, der E-Mail-Kanal wird auch immer noch gerne genutzt. Da sehen wir eine Herausforderung im Zuge der Anonymität, weil oft es dann doch so ist, dass man rückverfolgen kann, wo die E-Mail eventuell herkommt und das ist auch nicht optimal. Deswegen kommen wir jetzt zu dem digitalen Meldesystem und ich habe hier jetzt mal so ein paar Vorteile aufgeführt, die natürlich nicht alle sind, die das System mit sich bringt, aber einmal diese 24/7 Erreichbarkeit, das heißt, egal mit Zeitverschiebung etc., kann ein Meldner jederzeit einen Hinweis einreichen. Die Daten sind hoch verschlüsselt. Es kann eine Dialogfunktion stattfinden, das Ganze ist dialogfähig, denn, das sehen wir gleich in der Demo, wir können über ein sicheres, geschütztes Postfach auch mit anonymen Hinweisgebern kommunizieren, Rückfragen stellen und auch generell Rückmeldefristen einhalten, weil man muss ja da auch entsprechend agieren und Informationen dem Hinweisgeber mitteilen. Das kann man alles über das System. Zeit und Geld ersparen, das ist auch ein wichtiger Aspekt, denn wenn man mal bedenkt, dass diese ganzen Anforderungen oder Voraussetzungen, die Gesetze mit sich bringen, sei es auch die Protokollierung von Daten etc., das macht das System alles automatisch und das spart Ihnen eine Menge Zeit und auch Geld. Und zu guter Letzt, was ich auch nochmal aufführen wollte, sind die Ombudspersonen. Die kann man natürlich auch ans System anbinden. Die können Sie dabei unterstützen, die Fälle dann auch entsprechend ordnungsgemäß zu bearbeiten. Rechts daneben, ich habe das nochmal ergänzt, ist es aber auch möglich, wenn Sie sagen, ich möchte auf eine Telefonhotline und ein E-Mail-System nicht verzichten, können Sie natürlich auch diese Systeme noch an so ein digitales Meldesystem anbinden. Wie das im Detail funktioniert, das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber wenn Sie da auch noch Fragen haben, melden Sie sich gerne bei mir. Dann habe ich noch mal eine Folie mitgebracht. Frau Dr. Lüneburg hat ja schon so ein bisschen über die Anforderungen im Zuge des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes gesprochen. Und ich wollte Ihnen einfach noch mal gegenüberstellen, dass es die EQS Integrity Line, das Hinweisgebersystem, diese auch erfüllt. Da haben wir einmal diese Verfahrensordnung, die zur Verfügung gestellt werden muss. Das können wir abbilden über unser Frontend, also über den Bereich der Meldungsabgabe. Das sehen wir gleich dann auch nochmal in der Demo. Dann müssen Sie für die Bekanntmachung sorgen. Da helfen wir auch immer gerne mit Workshops und Kommunikationsmaterialien. Darüber hinaus muss der Meldeprozess öffentlich zugänglich sein. Barrierefreiheit sollte auch gewährleistet werden. Und da hatten wir ja schon die Sprachen oder ich hatte schon die Sprachen erwähnt, die wir alle zur Verfügung stellen. Und wie Frau Dr. Lüneburg auch schon vorab erwähnt hatte, haben wir auch die Möglichkeit einer Soundclip-Funktion. Das heißt, auch Rechtschreib- und Leseschwächere können hier eine Meldung abgeben. Das sehen wir auch dann gleich in der Live-Demo. Datenhosting, gerade schon angesprochen,
stellen wir sicher ein sicheres Datenhosting, DSGVO-konform ist der Kanal ebenfalls. Darauf gehe ich jetzt nicht nochmal im Detail ein. Die anonyme Meldungsabgabe ist möglich. Sie können, wie gesagt, über ein sicheres Postfach kommunizieren und somit ist auch die Dialogfunktion gewährleistet. Und im Zuge dessen können Sie sich entsprechend auch im Fallmanagement, was wir uns heute nicht anschauen werden, aber ich möchte es erwähnt haben, Erinnerungsfunktionen setzen, sodass Sie auch entsprechend Rückmeldefristen einhalten können und das Ihnen auch wiederum die Arbeit erspart. Dann müssen Sie sich nicht immer dran erinnern. Was haben wir noch? Die integrierte Fallbearbeitung zur fortlaufenden Speicherung und Dokumentation der Hinweise ist ebenfalls gesichert. Das Protokollieren der ganzen Bearbeitung und der ganzen Arbeit an den Fällen wird ebenfalls sichergestellt. Wir haben hier Audit-Protokolle, die entsprechend automatisch laufen und somit sind sie dann auch revisionssicher. Eine Fallanonymisierung zum Entfernen von sensiblen Daten ist ebenfalls möglich. Und zu guter Letzt, Sie haben auch die Möglichkeit, ein Echtzeit-Reporting zu nutzen. Das heißt, Sie können jegliche Statistiken, wie viele Fälle kommen rein etc., aus welchen Ländern, können Sie alles entsprechend auch downloaden. Und auch das erspart Ihnen natürlich wieder eine Menge Zeit. Ich habe jetzt dann noch mal kurz so einen Slide mitgebracht, wo noch mal die einzelnen Sorgfaltspflichten aufgeführt sind. Und ich möchte Ihnen auf jeden Fall noch mal, ich möchte jetzt noch mal ganz kurz dazu zu nehmen, das ist einmal das Beschwerdeverfahren an sich, was wir ja auch mit dem System, was ich Ihnen heute vorstelle, abdecken. Im Zuge dessen die Abhilfemaßnahmen können wir ebenfalls abdecken. Das heißt, wenn Sie jetzt Unternehmen auch selbstständig Missstände aufdecken, können Sie die eigenständig manuell als Fall im System erfassen und Abhilfe schaffen. Und auch die Reaktion auf Tier 2 plus minus Risiken. Das heißt, wenn Zulieferer von Zulieferern Meldungen abgeben möchten, ist das selbstverständlich auch über den Kanal, über die Integrity Line machbar. In der Zukunft wollen wir so ein Compliance-Cockpit Ihnen zur Verfügung stellen können, wo wir dann auch die anderen Bausteine, die für das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz essentiell sind, dann mit aufgreifen können. Die Integrity Line ist ein Bestandteil davon und es wird dann im Laufe der Zeit auch noch einen Risk Manager etc. geben. Das nur noch mal so als kurzen Zukunftsblick. Jetzt habe ich noch mal zwei Optionen mitgebracht, wie grundsätzlich ein System aufgesetzt werden könnte. Es gibt natürlich deutlich mehr, aber die wollte ich Ihnen auf jeden Fall nicht vorenthalten. Da haben wir einmal die Option, der Hinweisgeber gibt einen Fall ab und kann dann ein Thema auswählen, worum handelt es sich. Und anhand dieser Auswahl findet dann entsprechend ein Routing des Themas in den entsprechenden Ordner statt. Das heißt, wenn es sich um beispielsweise Korruption handelt, das ganze Thema, was der Hinweisgeber abgeben möchte, dann wird das Thema sofort an den Meldestellenbeauftragten für Korruption weitergeleitet oder, wenn es um Menschenrechte geht, an den oder dedizierten Fallbearbeiter für Menschenrechte. Das ist beispielsweise eine Möglichkeit. Die andere sehen Sie hier. Da könnte man es auch so gestalten, dass Sie einen Ombudsmann ganz vorne wegschalten. Der bekommt erstmal alle Fälle, sichtet die und schiebt die dann entsprechend an die Meldestellenbeauftragten weiter. Und jetzt haben wir so viel Theorie gehört. Jetzt würde ich sagen, teile ich mal meinen Bildschirm und wir schauen uns das Ganze einmal in der Praxis an. Jetzt muss das hoffentlich alles funktionieren. Einen Moment. So. Jetzt müsste man meine Demo sehen. Grundsätzlich das Frontend, die Meldungsabgabe, wie funktioniert das Ganze? Sie bekommen eine URL, die können Sie auf Ihrer Webseite platzieren. Der Hinweisgeber klickt dort drauf und dann kommt er in so eine Länderauswahl und Sprachenauswahl, wo er dann sagen kann, aus welchem Land berichte ich und in welcher Sprache möchte ich das ganze System aufrufen. Ich wähle jetzt hier Deutschland und Deutsch aus, speichere das Ganze ab. Und dann bin ich auch schon direkt auf der Startseite des Hinweisgebersystems. Was Sie hier sehen, das Ganze ist ein
ein hochkonfigurierbares System. Das heißt, wir können das auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden. Wir haben die Möglichkeit, ein Logo einzufügen, einen Bildbanner. Wir haben einen einführenden Text zum Meldesystem. Worum handelt es sich hier überhaupt? Alles entsprechend abänderbar. Und dann haben wir noch sogenannte verschiedene Kacheln, die wir erstellen können. Und das Tolle an diesen Kacheln ist, die können Sie auch individuell gestalten oder sogar noch ausweiten. Das heißt, bei diesen 6 Kacheln muss nicht Schluss sein. Da haben wir einmal die sogenannten Pflichtkacheln, die auch nochmal farblich abhebbar sind von den Informationskacheln, die Sie darunter finden. Zu den Pflichtkacheln komme ich gleich. Die Informationskacheln, hier können Sie beispielsweise hinterlegen, was kann gemeldet werden, was hat es mit der Anonymität auf sich und wie erstelle ich ein sicheres Postfach. Und, das habe ich heute mal beispielhaft eingebaut, könnten Sie jetzt auch die Verfahrensordnung hier aufführen und dann, wenn man entsprechend draufklickt, da wird sich jetzt nichts hinter verbergen, aber da könnte dann die Verfahrensordnung aufgeführt werden. Bevor wir jetzt auf die Meldungsabgabe gehen, noch mal ein paar Worte hier oben zu der Zeile. Rechts neben der Startseite finden wir den Datenschutzhinweis. Hier ist jetzt von uns ein Standard-Datenschutzhinweistext hinterlegt. Hier würde dann Ihre aufgeführt werden. Und ich gehe mal zurück auf die Startseite. Das sichere Postfach ist nicht nur über die Kachel rechts hier erreichbar, sondern auch über einen sogenannten Shortcut hier oben neben dem Datenschutzhinweis. Jetzt geben wir einmal eine Meldung ab. Und wenn man da jetzt draufklickt, haben wir so einen Fragenkatalog. Dieser Fragenkatalog ist auch komplett konfigurierbar. Sie können sich selber überlegen, wie Sie das Ganze gestalten wollen. Sie haben die Möglichkeit, Dropdown-Fragen, also Fragen mit Antwortvorgaben zu stellen. Sie können Freitextfelder einfügen. Sie können Pflichtfragen stellen. Und auch die Anzahl an Fragen bleibt Ihnen überlassen, wie viele Fragen Sie stellen wollen. Wir empfehlen allerdings immer nicht zu viele Fragen und auch nicht zu viele Pflichtfragen. Wenn ich Sie ganz kurz unterbrechen darf, Frau Wiest. Ja. Aus dem Chat kommt der Hinweis, dass nur die Folie mit jetzt Live-Demo gesehen wird und es geht mir genauso. Ich weiß nicht, ob wir was anderes sehen sollten. Oh nein, das ist schlecht. Eigentlich sollten Sie was anderes sehen. Warten Sie mal. Ich teile nochmal neu. Dann teile ich mal den gesamten Bildschirm. Wie ist es jetzt? Ich sehe immer noch dieselbe Folie. Das ist natürlich schlecht. Meine Kollegin schreibt eine Dame im Chat, dass sie den geteilten Bildschirm sieht. Sie sieht den geteilten Bildschirm? Perfekt. Genau. Dann, das ist jetzt ärgerlich. Ich gehe noch mal ganz kurz auf die Startseite. Also wie gesagt, die Startseite sieht so aus. Alles ist hochkonfigurierbar. Wir haben hier die Pflichtkacheln und die sogenannten Informationskacheln. Ich gehe jetzt noch mal auf die Meldungsabgabe. Hier sind dann die entsprechenden Fragen, die man an den Hinweisgeber stellen kann. Wir haben, wie gesagt, offene Fragen, Fragen mit einem Dropdown-Menü, Pflichtfragen. Sie entscheiden selber, wie Sie das Ganze gestalten wollen. Und darüber hinaus haben wir auch noch sogenannte Icons. Hier den Soundclip, das ist der Teil, den wir ja schon zweimal angesprochen haben, wo auch Rechtschreibschwächere eine Sprachnachricht aufnehmen können. Die Stimme wird verzerrt an den Fallbearbeiter übermittelt und so hat der auch ein Rechtschreib- und Leseschwächerer die Möglichkeit, einen Hinweis abzugeben und das Ganze auch anonym. Dann haben wir die Möglichkeit, Beweisdokumente anzuhängen und sogar das Ganze, also ein Foto aufzunehmen, wenn wir das Ganze vom Handy aus abrufen. Ich habe hier jetzt mal so eine Frage eingebaut, das könnte man so machen, welchen Themenbereich das Ganze betrifft, was wir jetzt hier melden können. Dann hat man hier so vorgefertigte Antwortmöglichkeiten. Ich habe, wie gesagt, das ist nur so ein Beispiel. Ich kann dann auf Korruption beispielsweise klicken und dann muss ich noch sagen, worauf bezieht sich Ihr Verdacht? Dann schreibe ich einfach, Herr Müller hat Frau Meier bestochen. Die restlichen Fragen muss ich nicht beantworten, dementsprechend lasse ich sie frei, scrolle weiter runter und nun komme ich zur Kontaktinformationsabfrage. Jetzt ist es so, Sie können selber entscheiden als Meldender, möchte ich anonym bleiben oder möchte ich meine Identität preisgeben.
ich möchte heute mal anonym bleiben, ticke die Box an, scrolle weiter runter und jetzt muss ich noch ein Passwort erstellen, um überhaupt meinen Fall abzuschicken und anschließend dann über das sichere Postfach mit dem Fallbearbeiter kommunizieren zu können. Wir kennen das von so einer Passworterstellung. Ich gebe jetzt einfach ein Hallo 123, wiederhole das Ganze, Hallo 123, muss dann noch die Datenschutzrichtlinien akzeptieren und kann jetzt meinen Fall abschicken. Jetzt kommt noch so ein kleiner Spam-Schutz, das sind Rechenaufgaben, die gehen nicht über 20, die würde ich jetzt noch beantworten und nun geht mein Fall auch schon an den Fallbearbeiter. Ich bekomme jetzt als Hinweisgeber noch neben meinem Passwort, was ich selbst generiert habe, eine Fall-ID zugespielt. Die muss ich mir irgendwo notieren und mit der Fall-ID und mit meinem Passwort logge ich mich immer wieder in mein sicheres Postfach ein. Das kann ich, wie gesagt, oben rechts über den Shortcut tun oder über die Kachel sicheres Postfach. Hier gebe ich dann die Fall-ID ein und mein Passwort. Hallo 123 und logge mich einmal ein. Und nun bin ich in meinem sicheren Postfach drin, kriege so eine automatisch generierte Nachricht, dass die Meldung eingegangen ist, dass das jetzt bis zu 7 Werktage in Anspruch nimmt, bis diese bearbeitet wird. Und über diese sichere Postfach kann ich jetzt noch Dinge erwähnen, die ich vielleicht in aller Aufregung vergessen habe zu erwähnen und auch generell diese ganze Kommunikation zwischen Hinweisgeber und Fallbearbeiter wird dann hier durchgeführt. Ich schreibe jetzt hier einfach nochmal rein, Hallo, ich habe noch etwas vergessen. Kann auch wieder einen Soundclip aufnehmen und eine Datei anhängen und das Ganze abschicken. Und nun wird hier im Laufe der Zeit entsprechend dann dieser Chatverlauf entstehen zwischen Hinweisgeber und Fallbearbeiter für weitere Rückfragen etc. oder auch die Rückmeldefristen, um diese einzuhalten. Rechts neben dem Schriftverkehr haben wir den Tab Fälle. Hier können wir nochmal einsehen, was habe ich damals überhaupt für eine genaue Wortwahl getroffen. So eine Fallbearbeitung mag vielleicht auch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Und dann kann ich das hier nochmal einsehen. Und rechts neben Fall haben wir den Tab Details. Hier sehen wir dann auch nochmal die Fall-ID, die mir zugespielt wurde. Und das ist es soweit zum Frontend, zur Meldungsabgabe. Das war es dann auch schon wieder von meiner Seite bezüglich der Demo. Ich würde jetzt wieder aufhören zu teilen. Und dann würden wir uns dem Fragenblock zuwenden, oder Frau Wiest? Dann würden wir uns dem Fragenblock zuwenden. Ich habe schon gesehen, während ich präsentiert habe, kamen noch einige Fragen rein. Grundsätzlich, genau, also ich hatte nämlich die Gelegenheit schon zu spielen. Ja. Genau. Oh ja, und, deswegen würde ich vorschlagen, ich würde mal ein paar rechtliche Fragen zusammenfassen. Währenddessen hätten Sie die Zeit, auf die tatsächlichen Fragen, die sich mal anzusehen, und dann könnten Sie im Nachgang die beantworten. Ja. Also rechtlich habe ich im Wesentlichen zwei Fragen gesehen. Zum einen die Frage nach dem Löschkonzept bzw. der Löschung. Da sieht der Paragraph 11 Absatz 5 Hinweisgeberschutzgesetz. Der sieht vor, dass die Dokumentation 2 Jahre nach Abschluss des Verfahrens gelöscht werden muss. Da ist zum einen die Frage gekommen, wie verhält sich das im Verhältnis zur Datenschutzgrundverordnung? Großes Problem, ungeklärt. Das ist auch eines der wesentlichen Kritikpunkte an diesem Gesetz in Schriftung und Praxis. Deswegen nehme ich an, dass da der Gesetzgeber noch ein Stück weit nachsteuern wird. Die zweite Frage war, ob das nur die Meldung betrifft oder die gesamte Dokumentation. Jetzt steht im Gesetzesentwurf, dass die Dokumentation gelöscht werden soll. Wenn man nach vorne guckt, ist eben die Meldung zu dokumentieren. Und auch in der Gesetzesbegründung ist vor allem die Rede von der Meldung. Und auch das wird in den Stellungnahmen zum Hinweisgeberschutzgesetzentwurf aufgegriffen. Und da wird gesagt, dass da nochmal nachgesteuert bzw. präzisiert werden muss, weil einfach nicht klar ist, was gelöscht werden soll. Und es wird auch vor allem vor dem Hintergrund gesehen, dass wir diese Beweislastumkehr haben, habe ich vorhin erwähnt, zugunsten der Hinweisgeber. Wenn sie benachteiligt worden sind nach einer Meldung, können sie widerlegbar sagen, dass die Benachteiligung aufgrund der Meldung basierte. Und diese Beweislastumkehr wiederum, die ist nicht zeitlich begrenzt, sodass, wenn Unternehmen verpflichtet wären, nach Abschluss des Verfahrens
alles zu löschen, was sie zu dieser Meldung haben. Es zu dem Punkt kommen könnte, dass ein Hinweisgeber sich später einklagt, dass er benachteiligt worden sei, sich auf die Beweislastumkehr beruft und das Unternehmen keine Möglichkeit hat, dagegen rechtlich nachweislich vorzugehen, weil die Dokumentation gelöscht worden ist. Also da ist der Gesetzgeber wirklich aufgerufen, sich das Ganze nochmal anzusehen. Die Frage ist auch, was ist eigentlich Abschluss des Verfahrens? Das ist ja auch ziemlich unklar, weil es diverse Möglichkeiten gibt, wie man nach einer Meldung weiter vorgehen kann. Die zweite Frage war, was passiert eigentlich nach dem Lieferkettengesetz, wenn man sich an so einer Brancheninitiative beteiligt? Was ist da mit kartellrechtlichen Erwägungen? Da hat die Teilnehmerin, die diese wirklich interessante Frage gestellt hat, auch schon sehr zu Recht darauf hingewiesen, dass der Gesetzgeber das Problem selbst nicht gesehen hat. Und wenn man jetzt mal in die Landschaft guckt von solchen Brancheninitiativen, die bereits existieren, da sind es viele, die sich jetzt in Ländern befinden, wie beispielsweise Bangladesch. Bangladesch Accord ist ja eines dieser Brancheninitiativen, die sich jetzt mit kartellrechtlichen Gegebenheiten vielleicht nicht primär auseinandersetzen. In Deutschland wird es natürlich ein Thema sein. Möglich ist es, dass man darüber hinwegkommt, indem man einfach diese Brancheninitiative finanziert und dadurch Personen finanziert, die diese Meldungen entgegennehmen, die aber wiederum zu absoluter Verschwiegenheit und Unabhängigkeit verpflichtet sind und nicht dem einen Unternehmen sagen können, da hat sich jetzt jemand gemeldet, der dargelegt hat, dass beim Zulieferer beziehungsweise beim Wettbewerber Kinderarbeit stattfindet und dass das natürlich dann wettbewerbserhebliche Auswirkungen haben kann. Aber das ist in der Tat ein Thema, das man sich in der Praxis noch deutlich mehr ansehen soll. Ich glaube, Frau Wies, das war es jetzt erstmal aus der rechtlichen Perspektive. Okay, ich bin gerade mal schnell durchgegangen und habe versucht, ein paar Fragen rauszusuchen. Von meiner Seite aus kam noch die Frage, wie schnell lässt sich das System einstellen beziehungsweise aufzusetzen, wie schnell ist das System aufzusetzen? Grundsätzlich, wir sprechen immer so von 3 bis 4 Wochen als Richtwert. Das hängt natürlich davon ab, wie komplex Sie das Ganze gestalten wollen. Aber das ist immer so ein guter Zeitrahmen, wo wir sagen, das ist umsetzbar innerhalb dieser Zeit. Und die andere Frage ist, wie gestaltet sich der Dialog? Wenn ich das richtig verstehe, wahrscheinlich, wie dann der Fallbearbeiter dem Hinweisgeber in sein sicheres Postfach antwortet. Das konnte ich Ihnen jetzt natürlich im Zuge der Zeit nicht zeigen. Es gibt dann natürlich das Fallmanagement. Das ist dann die Seite aus Fallbearbeitersicht. Da kann dann, der Fallbearbeiter hat dann auch sein eigenes sicheres Postfach zu dem Fall, wo er dann daraus mit dem Hinweisgeber in das sichere Postfach des Hinweisgebers kommunizieren kann und antworten kann, Rückfragen stellen kann. Und ich würde da einfach vorschlagen, ich weiß nicht mehr genau, wer das gestellt hat, die Person würde ich vorschlagen, wendet sich dann einfach nochmal direkt an mich und dann können wir das gerne nochmal in einem 1-zu-1-Gespräch genau veranschaulichen und Ihnen dann auch vorstellen. Ansonsten, Frau Dr. Lüneburg, es kam noch die Frage, ob Sie die Slides zur Verfügung stellen können. Ist das möglich? Genau, da habe ich schon zurückgeschrieben, dass wir das gerne machen. Perfekt. Dann hatte ich jetzt noch 2 Fragen gesehen, die, glaube ich, sowohl Sie als auch mich betreffen. Ja. Ich glaube, zum einen, als Sie Sprachaufnahmefunktionen dargestellt haben, ist die Frage aufgekommen, wie Analphabeten damit umgehen. Vor dem Hintergrund wahrscheinlich auch dieses Barrierefreiheitserfordernisses. Da habe ich jetzt aber gesehen, dass Sie ja nicht nur, also dass da nicht nur ein Schlagwort drauf hinterlegt ist, sondern auch ein Symbol. Genau, das ist dann das. Ja. Sprechen Sie ruhig weiter. Entschuldigung. Genau, also es besteht natürlich immer das Problem, dass auch ein Analphabet erstmal auf die Seite kommen muss. Aber ich glaube, wenn er dann sich da drauf befindet, dann leitet ihn das Symbol im Zweifel zur Sprachaufnahme. Ja, erstens das und zweitens, wie kommt er zu dem System? Ich habe jetzt auch immer wieder gehört, dass in Indien, in Produktionsstätten beispielsweise, wohl auch solche QR-Codes ausgehängt
hängt werden. Und ich war selber noch nie in Indien, dementsprechend ich weiß nicht, wie das ist und wie das abläuft, aber mir wurde gesagt, dass viele trotzdem auch ein Handy irgendwie haben und man rein theoretisch diesen QR-Code dann einscannen könnte und das führt dann direkt zu der Meldeseite. Und genau. Genau, und die zweite Frage, die ich noch gesehen habe, die uns beide betrifft, da ist nachgefragt worden, ob es sinnvoll ist, wenn der Hinweisgeber bei der Meldung eine Kategorie oder ein Thema wählen können soll und oder ob das möglicherweise zu Verunsicherung führt, weil ihm die Einschätzung schwerfällt. Ja, also grundsätzlich, ich habe das jetzt, das war jetzt einfach beispielhaft dargestellt, ob das sinnvoll ist, da wird immer viel drüber diskutiert. Ich glaube, das ist eine subjektive Entscheidung letzten Endes. Manche Kunden von uns machen es auch so, andere wiederum nicht. Die sagen dann einfach nur, fragen dann nur ab über ein Freitextfeld, worauf bezieht sich der Verdacht. Vielleicht haben Sie noch einen Tipp, Frau Dr. Lüneburg, was Sie glauben, was sinnvoller ist. Ja, also aus rechtlicher Perspektive ist es auch so ein Stück weit zweischneidig. Eine gewisse Abschreckung in Anführungszeichen möchten die Unternehmen ja manchmal auch setzen. Man will ja beispielsweise jetzt nicht hören, dass da immer ein Falschparker vor der Unternehmenszentrale steht oder so. Das ist nicht Gegenstand von so einem Hinweisgebersystem. Sodass es vielleicht hilfreich sein kann tatsächlich, wenn der Hinweisgeber so gewisse Kategorien sieht und sieht, da geht es um die wirklich ernstzunehmenden Themen. Da steht Korruption, da steht Kartellverdacht, da steht Geldwäscheverdacht. So dass er sich dann möglicherweise doch nicht an den Kanal oder an einen anderen Kanal wendet. Aber ich gebe natürlich auch hier dem Teilnehmer recht, dass es dann unter Umständen schwierig sein kann, wenn sich der Hinweisgeber entscheiden soll. Aber wie Sie richtig sagen, besteht ja auch immer die Möglichkeit zu schreiben, dass es um was anderes handelt als eine der voreingestellten Kategorien. Genau, so. Ich habe jetzt noch eine Frage und ich glaube, dann wird es zeitlich auch eine Punktlandung. Ich habe hier noch eine Frage, die bezog sich auf das System. Was passiert, wenn das Passwort vergessen wurde? Kann man dennoch auf die Vorgänge zugreifen? Also wenn der Hinweisgeber sein Passwort tatsächlich vergisst, dann muss er einen neuen Hinweis abgeben, weil wir haben da keine Verlinkung zu einem E-Mail-Postfach, wo man dann ihm nochmal die ID schicken kann. Das ist der Preis der maximalen Anonymität, den der Hinweisgeber entsprechend zahlt. Und wenn er diese ID oder das Passwort vergisst, dann muss er den Hinweis neu abgeben. Das wäre es dann auch soweit von meiner Seite aus. Jetzt haben wir noch 2 Minuten. Ich würde auf jeden Fall gerne Ihnen, Frau Dr. Lüneburg, nochmal ganz recht herzlich danken, dass Sie das heute mit mir zusammen gemacht haben. Es war mir eine Freude. Und auch vielen, vielen Dank an die Teilnehmer, die daran teilgenommen haben. Wenn Sie noch im Nachgang irgendwelche Fragen haben, in einem der Fenster wurden auch unsere Kontaktdaten eingeblendet. Da können Sie sich jederzeit an Frau Dr. Lüneburg oder mich wenden und man kann dann auch noch mal ein Einzelgespräch vereinbaren. Ich kann auch gerne noch mal eine vollständige Demo dann zeigen. Und ja, das war's soweit von meiner Seite aus. Ich würde mich freuen, wenn Sie dieses Webinar nochmal bewerten, wie es Ihnen gefallen hat, damit wir auch immer Verbesserungen vornehmen können, wenn etwas nicht gefallen hat. Und das war's soweit von meiner Seite aus. Herzlichen Dank. Ja, auch von meiner Seite sehr herzlichen Dank an alle Teilnehmer, auch an Sie, Frau Wiest. Mir hat es großen Spaß gemacht. Und auch von meiner Seite aus, wenn Sie Fragen haben, im Nachgang immer gerne E-Mail schreiben, anrufen. Und dann können wir das kurzfristig auch klären. Vielen Dank. Super. Dann machen Sie es gut und noch eine schöne Woche und schöne Feiertage. Ja, schöne kurze Woche an alle.